1909 hat der Physiker Rutherford hat er Folgendes getan. Also, das sollte man sich wirklich merken, weil das ist einer der bedeutsamsten geschichtlichen Zeitpunkte. Ich werde jetzt mal was skizzieren, und zwar ein Halbrund. Ich sag gleich, was es ist. Das ist eigentlich ein Vollrund, allerdings ein bisschen geöffnet. Und zwar, das soll jetzt hier mal einen sogenannten Leuchtschirm darstellen. Leuchtschirm, wie wir von alten Fernsehern kennen. Ein Leuchtschirm. Wozu, sage ich dann gleich. Dann, das mache ich mal orange. Das sei eine Goldfolie, also ein ganz dünnes Blättchen Gold. Und wir werden dann gleich sehen, was daraus geworden ist. Und jetzt mache ich mal hier noch was anderes, und zwar ein Kästchen mit einem Guckloch. Und daraus kommen Teilchen. Ich sage dann gleich, welche Teilchen das sind. Und diese Teilchen werden direkt auf die Goldfolie geleitet. Das sind Alpha-Teilchen. Was das dann genauer ist, das werden wir dann später noch auswerten. Alpha-Teilchen. Rutherford hatte also ein Kästchen, woraus Alpha-Teilchen abgesendet wurden. Und zwar so, dass sie diesen Spalt des Leuchtschirms, den konnten sie ganz normal durchdringen, passierten und dann auf die Goldfolie trafen. Und er beobachtete aufgrund dessen, dass der Leuchtschirm praktisch fast um die ganze Folie drumherum ging, beobachtete Folgendes: Der Strahl war nahezu ungehindert hier als Leuchtpunkt auf dem Leuchtschirm zu sehen. Dieser Strahl. Allerdings gab es auch einige kleine andere Punkte, relativ unregelmäßig. Das heißt, dieser Strahl wurde scheinbar, beziehungsweise es war dann auch so, das konnte er daraus folgern, abgelenkt. Und sogar auf der Rückseite entstanden kleine Leuchtpunkte, das heißt, der Strahl wurde auch reflektiert von der Goldfolie. So, und das müssen wir jetzt mal durchdiskutieren, wie das auszuwerten ist. Das war sein Versuch, Rutherford, ich schreibe nochmal schnell dazu. Er hat bis 1937, glaube ich, ungefähr gelebt, also ein paar 60 Jahre alt geworden. Der Mann, dem gebührt wirklich das Verdienst dessen, was wir jetzt gleich als Entdeckung nachvollziehen werden. Ich mache jetzt erstmal Pause. Also nochmal, Alpha-Teilchen wurden auf eine Goldfolie geschossen und man sah, dass dieser Goldfolienstrahl nahezu ungehindert die Goldfolie nahezu ungehindert durchdrungen hatte, aber andererseits auch teilweise abgelenkt, beziehungsweise sogar, aber alles nur in geringem Maße das andere, reflektiert wurde. Und das müssen wir uns jetzt überlegen. Schön, wir haben es soweit fast herausgefunden. Wir hatten praktisch die Gedanken der damaligen Physiker, damals lebenden Physiker, alle nachvollzogen. Und wir sind auf Folgendes gekommen. Wenn Atome, die dazu noch schwingen, chaotisch, weil sie nämlich warm sind, nicht bei 0 Kelvin, sondern immer noch mindestens so Zimmertemperatur haben, wenn die dann auch noch schwingen, dann kann hier kein Alpha-Teilchen, was ja auch bloß ein kleiner, wie gesagt, ein Heliumkern, ein ganz kleiner Atomkern ist, dann kann der nicht hier rauskommen. Bestenfalls könnten sämtliche Atomkerne hier irgendwie zerstreut rauskommen, weil sie von den chaotischen Schwingungen des Goldes irgendwie in alle Richtungen gelenkt werden. Bestenfalls, die meisten würden wohl reflektiert werden, weil sie gar nicht dazwischen durchpassen. Wir haben allerdings eine andere Schlussfolgerung gezogen. Ich nehme nochmal ein Atom hier aus diesen Atomen raus, und zwar nehme ich das als Atomkern, das als Elektronenhülle, hier der nächste und noch ein und so weiter. Und das, was ich hier darstelle, ist eigentlich von dem Maßstab her total falsch. Ich sage dann gleich die Maße. Der Atomkern des Goldatoms ist wesentlich kleiner, rund 2000 mal kleiner, und die Elektronen, die außen drum rumschwirren, die bilden aufgrund ihrer Geschwindigkeit eine gewisse Hülle. Aber ein anderer kleiner Atomkern hat durchaus die Chance, hier durchzutreffen, weil er nämlich gerade nicht von den Elektronen, die ja außen um jeden Kern rumschwirren, beeinflusst wird. Das heißt, die meisten. Daher dieser Strahl, der, ich meine hier diesen
dieser unabgelenkte Strahl. Und alle anderen, die sind Zufallsprodukte, weil sie mit irgendwelchen anderen Teilchen zusammengestoßen sind und dann hier vielleicht schon abgelenkt werden, hier vielleicht nochmal quer durch sonst was rasen. Andere treffen zufälligerweise hier auf dem Atomkern, werden dementsprechend zurückgeworfen und so weiter. Genau das ist es. Also die Schlussfolgerung hat der Rutherford gezogen, dass das der eigentliche Ruhegrund ist, dass sich diese Alpha-Teilchen so zeigen, so verhalten. Er hat also vom Großen aufs Kleine schließen müssen. Und das war eine wesentliche Leistung. Und wir haben es hier durch Diskussion auch hingekriegt, ohne dass ich besondere Tipps gegeben habe. Also alle Achtung erstmal. So, und jetzt mal zu den wahren Abmaßen. Ich sagte ja, das kann man gar nicht richtig malen. Wenn ich den Radius hier antragen möchte, den Radius eines Atomkerns, der... ihr werdet ja gleich sehen, warum das so furchtbar ist. Wenn ich hier also den Radius darstellen wollte, von der Mitte des Atomkerns bis außen, ne, Radius, oder jetzt hier den Radius eines Atoms, das geht ja, also der Elektronenhülle, das geht ja noch gut, von der Mitte bis zum Rande. Dieser Radius und dieser, die unterscheiden sich, wie gesagt, im Verhältnis von ungefähr 1 zu 2000, ungefähr. Denn dieser Radius, der Radius der Elektronenhülle des Gesamtatoms, der ist 10 hoch minus 10 Meter. Wohingegen der kleine hier, der des Kerns, 10 hoch minus 15 Meter beträgt. Wohlgemerkt, der Radius ist der Halbdurchmesser. Da gibt es eine Frage. Nochmal anders dargestellt, also noch schlimmerer Maßstab, noch falscherer, sage ich mal, geht ja nicht. Radius des Kerns wäre von hier bis hier, entspricht dann dem hier. Und Radius des Gesamtatoms wäre dann das. Jetzt habe ich den Kern einfach mal richtig arg vergrößert, damit das besser zu verstehen ist. Allerdings ist das vom Maßstab her noch falscher. Ich beantworte die andere Frage mal, oder beantworte die mal gleich. Wenn ich 5 Millionen Atome nebeneinander lege, so richtig in Reihe, entspricht das 1 Millimeter. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie klein so ein Atom ist. Lässt sich auch nachempfinden, das Doppelte hiervon sind 2 mal 10 hoch minus 10 Meter. Und dann kommt man mit den negativen Exponenten irgendwann dahin und kann das ganz leicht ausrechnen. Noch ein paar kleine Fachbegriffe, weil wenn ich die dann in der im späteren Verlauf des Unterrichts immer wieder verwenden werde, dann darf es da keine Verwicklung geben. Ein Atomkern. Nebenbei Nukleon. Oh. Nukleon. Lateinisch, denke ich wohl. Ein Kern setzt sich aus Nukleonen zusammen. Also das Wort können wir direkt auch verwenden. Wir können also schreiben, ein Kern besteht aus Nukleonen. Diese Nukleonen sind einerseits Protonen und Neutronen. Protonen positiv geladen, Neutronen nicht, gar nicht. Niente. Wenn ihr das Wort mal hört, Nuklid, dann entspricht das sozusagen dem Wort Kern, Nuklid. Bitte? Dann sei doch ruhig. Ist einfach. Wir hatten es vorhin nochmal gesagt, eigentlich müssten sich ja die Protonen im Kern abstoßen. Die Neutronen, denen ist es egal, die sind ja nicht geladen. Aber die sogenannte Kernkraft, die ist noch stärker als die Abstoßungskraft, die lässt die Protonen zusammenhalten. Oder hält Protonen zusammen. Was das dann alles damit auf sich hat, kommen wir noch drauf. Das ist wichtig zu wissen, dass Protonen sich normalerweise abstoßen würden, aber die Kernkraft diese zusammenhält. Ihr werdet noch ein Wort ab und zu hören, vielleicht wisst ihr das schon aus dem Chemieunterricht, und zwar Isotop. Schon mal gehört? Ja. Sehr gut. Kurze Pause, was ist ein Isotop? Isotop ist nichts weiter als
ein andersartiges Atom. Normalerweise sagen wir doch ein Wasserstoffatom. Wenn ich das im Periodensystem der Elemente angucke, da habe ich hier eine 1 stehen, was die Ordnungszahl angeht. Das heißt, da ist ein Proton drin und kein Neutron. Es gibt aber auch Wasserstoffe, die werden dann so dargestellt. Und zwar 2, 1, 3, 1 und ein H dahinter. Das ist jetzt aber nicht die Darstellung. Das hier oben ist nicht die Ordnungszahl. Das, also so darf man es nicht darstellen, sondern das ist die Darstellung, wie man den Stoff als solches angibt. Das sind Isotope. Dieses müsste ich hier wie darstellen. Nicht im Periodensystem, sondern so. Einverstanden? Was sagen die Zahlen aus? Wenn ich mir das hier angucke, diese 3, die sagt aus, das Wasserstoffatom, Elektronen sind sehr leicht, da komme ich später nochmal drauf, das Wasserstoffatom ist 3U schwer. Es hat aber ein Proton. Demzufolge müssen die anderen beiden was sein. Gut, noch schnell zwei Werte dazu. Eine Masse eines Protons oder auch eines Neutrons, die sind fast gleich, beträgt relativ genau 1,67 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Die des Elektrons nur so, wie es hier geschrieben ist. Und das entspricht einem 1836. Masse vom Proton. Das heißt also, die Masse des Elektrons ist nahezu vernachlässigbar. Aber nicht ganz, das werden wir dann später sehen. Jo, das bis dahin. Lassen wir es an dieser Stelle gut sein. Ich schließe das Video erstmal ab. Wir machen dann später weiter, wieder in gewohnter Manier. Und dann werden wir sehen.